Was das letzte Mal geschah. Sei Dank bist du zurück. Wie geht's, Kim? Nicht besser. Wo ist Maya? Sie ist tot. Oh nein. Erst Sonny, dann Maya. Dann wird es uns auch bald erwischen. Nein. Wir werden hier wieder rauskommen, ganz egal, was es kostet. Was hat Tyler gesagt? Wegen des Rituals. Tyler ist so, so. Er hat gesagt, sein Prisma kann dazu genutzt werden, den Nebel zu kontrollieren. Und dass wir Monroes Maske brauchen. Aber woran erkennen wir die? Tja, die Geräusche sind irgendwie echt merkwürdig, aber egal. Wir gehen einfach weiter und lassen uns nicht beirren. Unglaublich. Warte, geht in den Baum rein? Dull. Ich stärke meinen Körper, meine Seele und meinen Geist. Tsching! Naja, eigentlich nur meinen Geist. Wenn wir jetzt mal genau sein wollen. Was ist das? Geh weg. Guten Tag, danke fürs... Kannst du das nochmal machen? Aua. Ich glaube, ich muss es hinkriegen. Kannst du? Ach so, der ist unverwundbar. Sie sagt's noch und ich schmeiß meine letzte Bombe weg, ich Trottel. Okay, guck mal, kannst du das nochmal hier machen? Mach mal, hau mal und so. Aua. Okay, tschüss. Nein! Jetzt hat er mich hier auf den letzten Meter umgebracht. Ich krieg allzu viel. Verdammt. Alles wird gut. Nichts wird besser. Ich habe ja auch kaum noch Leben. Ach, grüne Nulle. Also ich darf mich wirklich gar nicht erwischen lassen. Oh, warum habe ich dann auch kein Leben? Das ist ja echt anstrengend. Ja, mach das mal gleich noch dreimal. Okay? Deal. Kann ich jetzt hier nicht schon durch? Nein! Das Ding ist unverwundbar. Gott, Alter, was ist das für ein Ruckler hier? Voll am Ausrasten. Schnell hier durch, schnell hier durch, schnell hier durch, durch, durch. Ja, da, 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 da. Oh Gott. Hier kann das nicht hinterherkommen, ne? Ey, ich brauche Heilung. Oh, hier sind ganz viele Zettel. Hier ist ein Bild von dem. Ja, ich glaube, hier wird es jetzt gleich interessant. Ich brauche Heilung. Okay, nehmen wir mal alles nach und nach. Was haben wir hier? Tor zum Nebel. Müssen wir uns merken, weil damit wir hier nicht alle Sachen tausendmal gucken. Okay, dann gucken wir uns mal alle in Ruhe an. Du bist hier willkommen. Du bist etwas Besonderes. Du wirst hier verstanden. Du hast alles Nötige, um selbst die Wahrheit zu verstehen. Diese Maske ist dein heiliger Fokus. Dieses Prisma ist deine Linse, mit der du die Wahrheit siehst. Zusammen werden wir das Ritual durchführen, um dich auf die Ausrüstung für deine Transzendenz abzustimmen. Sie wird eine... Zusammen werden wir das Ritual durchführen, um dich auf diese Ausrüstung... Ist das richtig übersetzt? Ich bin mir nicht sicher.
für deine Transzendenz abzustimmen. Sie wird eine Verlängerung deines Wesens. Deine Befindlichkeiten und Bedürfnisse werden dich nicht länger zurückhalten. Sie werden dich stärken, aber du musst ehrlich sein. Du darfst nichts verbergen. Bringe alles ins Licht. Deine Augen werden für die absolute Wahrheit der Prismenwissenschaft geöffnet. Nimm meine Hand und ich werde dich und deine Brüder und Schwestern führen. Gemeinsam werden wir geheilt und gemeinsam werden wir aufsteigen. Nun trink den heiligen Tee, wo auch bestimmt Pilze drin sind. Wetten? Wetten? Ist das hier praktisch die alte Kuppel gewesen oder was, wo die das hier so gemacht haben? Was sind das hier für Pillen? Das sind sie, die Drogen. Ach nee, das sind denen ihre Kristalle oder was? Ich habe keinen Plan. Okidoki. Als ich den Tee zum ersten Mal getrunken habe, war ich ängstlich und aufgeregt zugleich. So etwas habe ich noch nie probiert. Vielleicht waren da Pilze drin? Stell dir das mal vor, Pilztee. Mein Training und meine Meditation haben sich ausgezahlt. Ich kann es in jeder Faser meines Wesens spüren. Ich sah die leuchtenden Farben der prismatischen Ströme. Ich sah, wie mich die lebenden Verkörperungen der Prismenwissenschaft im Nebel an ihre Seite winkten. Sie hatten keine Angst. Und wenn sie keine Angst haben, warum sollte ich es? All meine Sorgen über Geld und darüber, mich nicht um Lizzie kümmern zu können, war verflogen. Was ist die Liebe eines einzelnen, unbedeutenden und armseligen Menschen schon wert, wenn ich hier bei meinen Brüdern und Schwestern sein kann? Es ist nicht meine Schuld. Selbst wenn es so wäre, spielt es keine Rolle mehr. Ich kann die Welt nun so wahrnehmen, wie sie wirklich ist. Nur das zählt. Monroe ist ein wirklich beeindruckender Mann. Wow. Der wurde ja hardcore vergöttert. Hier ist jetzt auch nichts mehr. Und weg. Toll. Ich habe immer noch keine Heilung. Hannah, bist du da? Ich habe was echt Komisches gesehen, aber es war nicht bedrohlich. Die Farben waren so schön. Ich habe die Stimmen von allen anderen gehört. Heilung? Nein, keine Heilung. Oh no. Ist das nicht das Vieh von eben? Ich habe die Mimikriecher-Variante, die mich von Monroe abgeschnitten und all... Was? Ich habe die Mimikriecher-Variante, die mich von Monroe abgeschnitten und alle, die bei uns waren, abgeschlachtet hat, Stapfer genannt. Da diese Kreatur wie der Toxitier keine Blume besitzt, ist sie ebenfalls unfruchtbar. Dafür ist sie aber so von Prismenenergie durchdrungen, dass sie jeglichen Schaden zunichte machen und ihre Energie sogar für Angriffe aus der Entfernung nutzen kann. Dort, wo sonst die Blüte sitzt, war bei diesem Stapfer ein nahezu menschlich wirkender Schädel zu sehen. War das einst ein Mensch oder war es eine andere merkwürdige Kreatur aus dem Nebel? Also das Vieh, was wir gerade gesehen haben. Ich frage mich halt immer noch, wohin das Ganze jetzt hier eigentlich führen soll. Also, ne, keine Ahnung. Also, in der Hinsicht, ich bin ja am Anfang davon ausgegangen, die haben halt einen Pilztee getrunken und sind alle auf einem Trip. Also, entweder kommen die alle auf denselben Trip hier schon seit Jahren, von welchen Pilzen auch immer, oder es ist halt alles wahr. Aber was sind diese Kristalle? Wo kommen die her? Warum? Was ist das? Also ich meine, dass diese Kristalle dann ja die Wesen irgendwie vereinnahmen können, das wissen wir jetzt ja mittlerweile schon. Finde den Zugang zur Kommune. Ja, ja, mach ich gleich. Erstmal gucke ich mich hier um, es ist extremst dunkel. Oh, ein Bild. Oh, warum sehe ich das denn alles nicht richtig? Warum ist es hier so dunkel? Diese Banalitäten werden dich nicht länger zurückhalten. Die Prismen versorgen dich mit allem, was du brauchst. Die Prismen nähren dich, die Prismen lassen dich erstrahlen. Also der hat richtig versucht, die zu vermarkten, ne? Diese Prisma-Kristalle. Und wahrscheinlich ist das denn irgendwann mal ganz doof nach hinten losgegangen und wahrscheinlich an dem Tag, was wir am Anfang gesehen haben. Ganz am Anfang. Du lässt alles hinter dir, was dich an die mondäne Welt bindet. Alles, was dich zurückhält, alles, was dich davon abhält, in die leuchtenden, prismatischen Ströme einzutauchen, die Dunkelheit der Existenz durchdringen.
Schräg. Schräg, schräg, schräg. Oh Mann, ich brauche Heilung. Warum finde ich denn nichts? Das ist voll doll. Jess, hier drüben. Und wo? Bist du hier lang gegangen? Ach ja, ich komme ja da nicht durch. Ja. Ey, du lebst ja noch. Hannah, wir haben es geschafft. Gut, du bist wohl auf. Jess, ich fühle mich so abhängig von Tyler. Was soll ich machen? Ermutigen. Du brauchst ihn nicht, Hannah. Du bist stark. Also mach dich unabhängig. Manchmal vergesse ich das. Danke. Bereit, die Maske zu finden? Ja, bin bereit. Wir haben Tylers Prisma. Als nächstes holen wir uns die Maske. Und damit können wir Kim helfen? Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Prisma-Energie daran schuld ist. Mit der Maske kann ich die Energie wahrscheinlich umleiten. Hättest du das vor ein paar Tagen gesagt, hätte ich gedacht, du wärst verrückt. Da ist sie, die Kommune. Heilige Scheiße. Sie ist riesig. All die Gebäude. Kannst du die große Kuppel sehen? Da müssen wir jetzt hin. Der Weg runter ist hier. Ja, warte, da gehe ich aber noch nicht hin. Ich muss erstmal hier alles abchecken. Oh, ich kann nicht mehr rennen. Na gut, ich komme hier eh noch nicht weiter. Von den Schlüsseln wird es ja wohl keiner sein. Nee, war klar. Das ist mal eine Art Gewächshaus gewesen. Was bauen die an? Größtenteils Nahrung. Sicher auch psychedelische Drogen. Ganz bestimmt. Tyler ist manchmal hergekommen, um sie zu ernten. Na, wer hätte das denn wohl gedacht? Ich nicht. Nein, 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 nein. Was ist das? Leuchtende alchemistische Pflanze. Leuchtend. Scheiße. Inventar voll. Was ist denn jetzt genau voll? Ich brauche mehr von diesem Zeug, mehr von diesem Zeug. Ich brauche vor allen Dingen meine Heilungspflanze. Gib mir doch eine Heilungspflanze. Bitte, bitte, bitte. Ich habe sogar ganz nett bitte gesagt. Boah. Also auf jeden Fall sammle ich hier gerade jeden möglichen Scheiß, aber anscheinend nur nicht das, was ich brauche. Versperrt. Verrückt, wie schnell die Pflanzen seit dem Ritual gewachsen sind. Und wie geht's weiter? Sehen wir uns erstmal nach etwas Nützlichem um. Ich sehe hier nach. Hab ich schon. Oh, ich kann mich heilen. Finde einen Weg um die strahlenden Pflanzen herum. Strahlen vor allen Dingen. Nun gut. Alles einsammeln muss. Giftig, ich habe so eine alchemistische Pflanze. Ob ich die irgendwann mal noch brauchen werde? Das ist komisch gerade irgendwie. Weil ich kann sie ja für nichts benutzen. Aber ich habe sie eingesammelt. Ich hätte es mir ja schon denken können. Oh, das wollte ich nicht. Was ist denn das hier? Aha, aha, aha. Der Verrat meiner Frau verdammte uns zu einer grotesken Form unseres versprochenen Aufstiegs. Angefangen mit jenen, die am anfälligsten für die Kontrolle durch Geisterfresser waren, haben wir uns langsam mit Psyche, Körper und Geist an den Nebel gewöhnt. Die ersten, die sich veränderten, können nur noch im Nebel überleben. Ihre Gedanken sind unseren nun fremd. Ich kann nur zu dem Schluss kommen, dass sie nicht mehr menschlich sind. Sie sind wie die anderen Nebelkreaturen. Mit der Zeit wird dies unser aller Schicksal sein.
Manche könnten sich diese Veränderung widersetzen. Ach, okay. Also war die Schwangere die Frau von dem Typen, von dem Hauptguru-Typen. Und alle, gegen die wir hier gekämpft haben, die auch diese Klamotten anhatten, das sind Mitglieder von der damaligen Kommune gewesen. Ach du Kacke. Bauernhofschlüssel. Dieser einen Schlüssel sieht so aus, als würde er in ein altes Vorhängeschloss passen. Hey Hannah, hier kommen wir leider auch nicht durch. Hab einen Schlüssel gefunden. Sehr gut, nimm ihn mit. Ich glaube, ich weiß, wie wir die Pflanzen loswerden. Ich bin immer noch hier. Einige der Elektronenakzeptoren in obligaten Anaerobien, Watt, die typischerweise in ihrem Atmungszyklus verwendet werden, können offenbar benutzt werden, um Prismen in verschiedenen Farben, Schwefel, Quecksilber und so weiter herzustellen. Sind diese Prismen organische Nebenprodukte von so etwas wie die obligaten Anaerobien? Der Stoffwechselprozess der dissimilatorischen Sulfatreduktion produziert ein Schwefelprisma. Ja, habe alles verstanden. Hundertprozentig. Können wir diesen verdammten alten Farmer loswerden? Er meckert durchgehend und kommt uns in die Quere. Ich mache gute Fortschritte mit Grün und Orange, aber mit den anderen Farben geht es langsamer voran. Es würde helfen, wenn du ihm wenigstens sagen würdest, nicht zu stören. Ich glaube, ich stehe kurz vor einem Durchbruch. Wir können vielleicht bald die Effekte auf einige der niederen Ränge untersuchen. Aber, oh Hanlan, erschwert mir die Arbeit mit seinem Genörgel. Er ist nicht einmal eingeweiht, oder? Scheint mir nicht so, als ob er an die Prismenwissenschaft glaubt. Wenn du mit ihm reden und ihn zur Vernunft bringen könntest, wäre das sehr hilfreich. Vincent. Alter, das war jetzt gerade Bahnhof. Ich habe verstanden, dass der Farmer nicht Bescheid weiß. Da hört es dann auch schon auf. Hä, wo ist sie denn jetzt hin? Hallo? Achso. Was hast du rausgefunden? Diese verdammten Pflanzen wachsen sofort nach, wenn man sie schneidet. Aber siehst du das Bewässerungssystem hinter mir? Ich denke, die richtige Mischung sollte die Pflanzen beseitigen. Das richtige Verhältnis? Und kennen wir das auch? So steht's auf dem Zettel. Aber irgendwie verstehe ich das nicht. Willst du mal schauen? Oh no. Das ist zwar alles ziemlich kryptisch, aber ich glaube, dass ich sowas schon mal gesehen habe. Ich bin mir relativ sicher, die Symbole stehen für Pflanzen und Chemikalien. Zum Glück wirst du daraus schlau. Ich überlasse das dir. Danke. So können die leuchtenden Ranken aufgelöst werden, wenn sie zu sehr wachsen. Richte dich nach dem Rezept, um das Pflanzenlösmittel zu erzeugen. Schütte das Mittel ins Bewässerungssystem, drehe am Hauptventil. Und verwende die Zeichen, die ich eingebe, ist besser, als sich diese verdammten Symbole merken zu müssen. Okay. Dann werde ich mir das hier mal ganz kurz abfotografieren. Das Ding ist aber, ich habe jetzt die ganzen Pflanzen schon geerntet und habe halt gar nicht aufgepasst. Egal, auf jeden Fall gucke ich erstmal mit dem Schlüssel in den anderen Raum, weil ich habe ja auch noch nichts, wo ich das mischen kann. Ich glaube halt nicht, dass ich das hier machen muss. Hier brauche ich auch einen Schlüssel. Den etwa? Oder das? Hä? Nein, da muss ich die Sachen eingeben. Ich habe doch keine Ahnung. Das kommt dann bestimmt hier rein. Hä? Ach so, ich muss die Sachen... Ich habe gar keine Ahnung, was ich machen muss. Ich gehe jetzt erstmal nach hinten in den Raum. Ich weiß auch gar nicht mehr, welche Pflanze ich wo bekommen habe. Das wird gleich lustig. Was ich auf jeden Fall machen könnte, ich könnte ja erstmal alle einfach irgendwo reinprüllen. Dann sind sie weg, aber ich kann ja neue ernten. Dann sehe ich wenigstens die Symbole dazu.
Aber wartet mal. Wisst ihr, was ich mich auch gerade frage, ne? Wenn die Schwangere die Frau war von dem Guru hier in der Vergangenheit. Und die ist ja die Klippe runtergesprungen. Die muss ja dann überlebt haben. Weil wenn die alle bei dem Ritual Schaden genommen haben, wie kann denn der Tyler hier mit dem verwandt sein? Weil das war ja irgendwie sein Opa, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Also muss die ja überlebt haben. Alles andere macht keinen Sinn. So, heute habe ich Mr. Anton gesagt, dass es mir zuwider ist, wie Vincent mit den Tieren umgeht. Also als Antwort bekam ich zu hören, dass Vincent nach den neuesten wissenschaftlichen Methoden vorgeht und dass ich gefälligst das zu tun habe, was er mir sagt, da er mich ja schließlich bezahlt. Aber ich bezweifle, dass das ernsthaft eine wissenschaftliche Methode ist, den Tieren diese komischen Gebräue zu verabreichen. So wie die quietschen und schreien, die haben Schmerzen und er sieht einfach dabei zu und lacht. Ich habe jedes Jahr das Jahrbuch gelesen und in keinem davon stand etwas von seinen Ritualen. Das ist Tierquälerei, so wie er diese armen Geschöpfe behandelt. Und die anderen Tiere hören die Schreie, was sie wiederum auch stresst. Um ehrlich zu sein, stresst es mich auch. Und kein noch so toller Vortrag über die Prismenwissenschaft kann das ändern. Ist Vincent dieser Typ? Der alte Guru hier? Ich weiß es halt wieder nicht. Ich und Namen. So, mehr ist jetzt hier nicht. Oder doch? Hallo? Ui. Sind wir noch Freundinnen? Nein. Jess? Warum hast du nicht versucht, mich zu retten? Nicht, dass mir jemand helfen kann. Oh Mann, das ist hier so verzweigt. Das hier. Wow. Boah, die hauen aber auch ganz schön rein auf einmal. Immer noch mal nachtreten. Hier ist irgendwer gestorben. Aber cool, jetzt kann ich mich hier auf jeden Fall in Ruhe umgucken. Nichts darf übersehen werden. Ich habe schon wieder kaum noch Leben, ne? Das ist doch eine Katastrophe mit mir hier gerade. Ventil, wofür auch immer ich es brauche, aber ich habe es jetzt. Er sperrt einige seiner Anhänger in den Boxen der Scheune ein. Jeder von ihnen kommt aus dem blauen Gebäude unter dem Bauernhof. Jede Nacht machen sie ihr Ding da drin. Es wird gesungen, komische Lichter leuchten und manchmal ertönt Schreie. Jedes Mal, wenn es Schreie gibt, wird noch einer von seinen Anhängern zur Scheune gebracht und in eine Box gesperrt. Sie reden wirres Zeug, aber ihr Zustand verbessert sich nicht. Das ist mir alles zu viel. Morgen sage ich ihnen, dass ich genug habe. Ich werde versuchen, das Mädchen mitzunehmen. Welches Mädchen? Und was ist das hier schon wieder für ein Geräusch? Hier ist doch irgendein Vieh.
Ui. Wenn man jetzt weiß, dass das ja eigentlich die Sektenleute sind, ist das schon traurig. Kann ich an euch vorbeischleichen? Ich tue euch nichts, wenn ihr mir nichts tut. Ich finde, das ist ein guter Deal. Ich habe gar nichts zugelassen. Sei doch nicht immer so negativ. Eventuell sollte ich auch mal meine Prismendinger hier wieder ausgeben. Ich schreibe das alles auf, solange ich es noch gut in Erinnerung habe. Jede Nacht verfolgen mich Albträume von dem, was ich gesehen habe. Von dem, was geschehen ist. Ich weiß, dass ich Dinge vergesse und ehrlich gesagt bin ich sogar froh darüber. Vielleicht kann ich eines Tages wieder in Ruhe schlafen, falls ich jemals von dieser verdammten Insel runterkomme. Warum habe ich nur auf Monroe Anton gehört? Der Mann ist grausam und wahnsinnig. Ich dachte, er hilft mir. Er hat mir geholfen nach all den Dingen, die mir seit meiner Kindheit passiert sind. Gab er mein Leben endlich einen Sinn, als würde ich endlich zu etwas dazugehören. Aber er wollte mich nur benutzen, so wie er die anderen benutzt hat. Er wirft uns den seltsamen Viechern im Nebel zum Fraß vor. Er sagt, wir würden dadurch transzendieren, aber das ist nicht wahr. Sarah Ann ist nur noch eine leblose Hülle. Sie erinnert sich an nichts, sie war meine Freundin. Aber jetzt ist sie nicht einmal mehr das. Ich habe gesehen, wie die Energie aus ihrem Körper in Monroes Maske gesogen wurde. Ich schwöre es, wie konnte ich nicht weglaufen? Doll, der Farmer war sehr nett zu mir. Ich durfte mich in seine Scheune verstecken, aber ich muss trotzdem weiter. Ich muss von dieser Insel verschwinden, bevor es zu spät ist. Wenn ich in Sicherheit bin, schreibe ich das hier vielleicht alles auf. Sie hat es ja aufgeschrieben. Heißt das jetzt, sie war hier in Sicherheit? Kann ich mir jetzt aber auch irgendwie gar nicht vorstellen, ne? Da war ich schon... Ich will irgendwie gar nicht mehr gegen die kämpfen. Das ist voll traurig irgendwie. Hier war ich auch schon drin. Wow, 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 wow. Flauschenklein. Oh, die sehen ganz anders aus. Hat er mir doch noch eine reingezimmert? Übel. Na, warum ist hier denn nichts? Oh, noch einer. Aua! Ich glaube, ich muss weglaufen. Ich bin gleich wieder tot. Verdammt, 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 verdammt. Mist. Och nö, jetzt muss ich das alles nochmal einsammeln. Och Mann, das nervt mich. Weil ich will ja halt auch alle Zettel haben. Jetzt muss ich praktisch alles nochmal, alles überall, wo ich gerade nochmal war. Dann ist ja das Salz jetzt auch nicht dabei. Ach, verdammt. Weil ich immer so doof bin. Aber es ist auch nicht so einfach. Es ist nicht so einfach. Okay, vorsichtig. Ich musste vorher nicht gegen die kämpfen. Vielleicht schaffe ich es mal wieder. Aber sind wir mal ehrlich, ich kann es mir eh nicht erlauben. Mit meinem wenigen Leben. Okay, hier haben wir das, genau. Haben wir ja auch schon gelesen.
Leben? Leben, ja. Hast es zugelassen? Ich habe erstmal gar nichts gemacht. Wäre ja auch eventuell mal eine Idee, die Kristalle auszugeben. Vielleicht speichert es danach dann sogar. Wo waren das nochmal? Hier. Upgrade. Forschung? Upgrade. Ich habe 16 Stück. Oder können wir doch ein bisschen was machen? Oder was? Hier, Leben. Mach Leben. Upgrade das. Jawollo. Jetzt habe ich zwar weniger, aber ist egal. Das will ich auch upgraden. Das will ich auch upgraden. Verkehrt kann es ja nicht sein. Was haben wir denn jetzt hier eigentlich noch? Ingwer erhält 25% mehr. Was erhalte 25% mehr Körper durch Ingwer? Oh, bessere Heilung, also. Finde ich gut. Kann ich aber nicht machen. Ach, weil ich ja nur noch einen hab. So schnell kann's gehen. Egal. Hat es jetzt gespeichert? Oh, ich hoffe, wenn ich jetzt nochmal sterbe. Aber jetzt ist mein Leben wenigstens komplett aufgeladen. Ja! Hätte ich mal nur hier jetzt das nicht verschwendet, ne? Das war jetzt echt doof. Aber naja, gut. It can be difficult to know where to begin. You may not realize it, but you are sacred. Add your voices. It's working.